willkommen hier in Moustier-Saint-Marie am Ausgang der Gorges-du-Verdon in Südfrankreich. Mit meinem Vater bin ich ein paar Tage unterwegs in Frankreich und benutze jetzt die Gelegenheit, mit Ihnen eine Frage zu klären, und zwar, wofür brennen Sie noch? Also was treibt Sie wirklich noch an? Meine Beobachtung in vielen Steuerberatungskanzleien ist ja, dass Steuerberater und so ab 40, 45, 50 Jahren die Ziele abhalten müssen. So, man hat im Wesentlichen alles ganz gut hinbekommen, einiges erreicht, ist eigentlich schon so zufrieden. Allerdings, und das meine ich auch, es ist noch zu früh, um einfach nur das Steuerberaterleben fertig zu leben. Und, das kommt auch noch dazu, wenn Sie für nichts brennen, können Sie auch andere nicht anzünden. Und damit ist es auch schwierig, Mitarbeiter zu führen. Wie will man denn Mitarbeiter führen, wenn man keine Ziele hat? Dazu habe ich schon einiges gesagt. Was können Sie also tun? Sich auf die Reise begeben, tatsächlich auf die Reise begeben, wieder herauszufinden, wofür Sie wirklich brennen, was Sie die letzten 10, 15 Jahre in Ihrem Berufsleben noch erreichen möchten. Und die Möglichkeiten sind dazu ja vielfältig. Da geht es nicht darum, eine größere Kanzlei zu haben, sondern eine stärkere Kanzlei, die etwas besser kann wie der Rest. Dinge zu tun, wo Sie sich wieder richtig wohlfühlen und merken, dass Sie und Ihre Mitarbeiter in der Sache ausgezeichnet sind im Vergleich zu allen Kanzleien von Sie rundherum. Die paar wenigen Kanzleien, die derartiges machen und sich klare Ziele formulieren, haben wir den entscheidenden Vorteil, dass die Mehrheit es nicht tut. Und allein dadurch, dass Sie für sich, für die nächsten 5 bis 10 Jahre, sich klar machen, was Sie jetzt noch erreichen wollen, erleichtern Sie vieles in Ihrer Kanzlei. Mitarbeitergespräche werden leichter, weil Sie klare Ziele haben und mit Ihren Mitarbeitern darüber reden können, was Sie zu der Zielerreichung beitragen können. Sie selbst tun sich leichter in der Organisation, weil Sie für sich selbst auch klarer machen können, was Ihnen wirklich wichtig ist. Also begeben Sie sich auf eine Reise, finden Sie heraus, wofür Sie wirklich noch brennen möchten, die nächsten 10 bis 15 Jahre Ihres Steuerberaterlebens. Es wäre zu schade, es einfach nur fertig zu leben. Schöne Grüße und bis bald am nächsten Ort.